langfristige Tierspende 2020 in Nordbangladesch. All diese Tiere werden wir als nachhaltige Tierspende den Familien übergeben. So ist den Familien hier vor Ort langfristig geholfen. Die Familienväter können dadurch Brot nach Hause bringen, was sie normalerweise nicht können, weil hier gibt es keine Arbeitsplätze, wo sie arbeiten können. So ist diesen Familien langfristig geholfen. Sie können sich durch diese Spende ernähren. Die Tiere vermehren sich. Es wird jeweils 4 weibliche und 1 männliches Schaf gespendet, damit sich die Tiere vermehren können. Wir haben dieses Projekt vorher schon gestartet, hier durchgeführt. Diese Familien, die diese Spende bekommen haben, haben mittlerweile 10 bis 15 Schafe bekommen. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, dieses Projekt durchzuführen, durch eure Spenden den Familien langfristig zu helfen. So Leute, wir hatten hier eine nachhaltige Tierspende durchgeführt. Mittlerweile hat diese Familie 10 Schafe bekommen. Das ist die Frucht von diesem Projekt. Ist es schön zu sehen, dass sich die Tiere vermehrt haben. 3 haben sie verkauft, also insgesamt hatte diese Familie 13 Schafe durch die nachhaltige Tierspende.